Chef, was soll das? Die kommen hierher und werben mir die Leute ab? Oh, Fritz. Außerdem ist es viel zu gefährlich. Bielefeld macht doch nicht den Lockvogel für die. Das kann sie nur wirklich selbst entscheiden. Hm? Wir alle. Wir alle oder niemand. Ich lasse sie da nicht allein. Okay. Wir alle. Ja? Ich bitte die Kollegen her und dann sollen sie uns das vortanzen. Hm? Unser erstes Opfer, Aurelia Eminescu. Eine 19-jährige Prostituierte aus Bukarest. Sie stand an der Oranienburger Straße nähe Hackescher Markt. Dort hat man sie zuletzt am 2. Januar gesehen. Am 12. wurde ihre Leiche gefunden, mit durchschnittener Kehle. Wurde sie vergewaltigt? Sie wurde sexuell missbraucht, ja. Allerdings erst nach ihrem Tod. Wir haben Spuren von Chloroform in der Lunge, Fesselspuren an Handgelenken und Industriefasern, wie man sie bei der Autoindustrie verwendet. Also heißt es, sie wurde im Auto umgebracht? Vermutlich. Also entweder direkt, nachdem er sie aufgegriffen hat, oder später. Aber ich meine, Entschuldigung, das blutet doch wie Sau. Wenn wir einen Wagen haben, dann haben wir auch den Täter. Gibt's DNS-Spuren? Nein. Woher wisst ihr dann, dass er sie sexuell missbraucht hat? Massive Gewalteinwirkungen im Vaginalbereich. Er will die Frauen zerstören, in ihrer Weiblichkeit. Es geht nicht nur um Lustgewinn. Also gut, was haben wir? Er bringt sie um, schändet sie, zieht sie dann wieder an, bringt sie an einen Ort, wo er weiß, dass wir sie finden werden. Er lässt sogar ihre Papiere bei ihnen. Er will, dass wir sie finden. Er will, dass alles wiederhergestellt ist. Wahrscheinlich tut's ihm leid. Oh Gott, Karin, war das so bei dem letzten Serienmörder-Krimi oder was? Zu dem Schluss ist unser Profil auch gekommen. Ja, unser Profiler meint, er ist triebhaft, aber kontrolliert. Okay, was habt ihr sonst noch? Zeugen oder irgendwas anderes? Ja, das ist ein Phantombild vom mutmaßlichen Täter. Eine andere Prostituierte hat berichtet, dass sie ihn und Marina hat vorbeifahren sehen. Und wir haben Grund zu der Annahme, dass diese Beschreibungen verlässlich sind. Und wir nehmen auch an, dass er wieder töten wird, und zwar heute. Und wieso heute? Ist Vollmond oder was? Aurelia ist am 2. Januar verschwunden. Ja, 10 Tage später findet man ihre Leiche. Und am selben Tag verschwindet Marina, am 12. Januar. Ja? Sie wird am 22. gefunden, heute. Er wirft ein Mädchen weg und holt sich noch am gleichen Abend eine neue. Und genau deshalb sind wir davon überzeugt, dass er heute Nacht wieder auf die Pirsch gehen wird. Er wird die bekannten Straßenstriche abfahren auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Marina aus Bulgarien, sein zweites Opfer, wird wir heute Morgen gefunden haben. Und jetzt sucht er ein dritte und das müssen wir ausnutzen. Okay, verstehe. Beide Opfer waren blond und lockig und er geht nun davon aus, dass es ein Typ ist, ja? Sein Beuteschema sozusagen, ja? Ja gut, ich gehe davon aus, ich habe den Job. Ich mache es.